wenn man die Einkommenssituation von Familien untersuchen will, muss man sie irgendwie auch vergleichen zwischen verschiedenen Familientypen oder zwischen Familien und Singles. Und dafür gibt es bis heute einen Standard, ein sehr simples Wägungsschema, wo man eben alle Einkommen, hohe und niedrige, mit denselben Faktoren umrechnet in angeblich vergleichbare Einkommen. Und dieses Schema passt nicht. Es passt insbesondere bei ärmeren Familien nicht, da sind diese Faktoren zu klein. Und die Familien werden im Grunde reicher gerechnet, als sie in Wirklichkeit sind. Und wenn man also mal richtig hinschaut, einkommensabhängige Umrechnungen vornimmt, dann ändert sich die Situation. Und gerade am unteren Rand haben wir eben mehr arme Familien als bisher. Entscheidend ist die Frage, was braucht ein Haushalt mehr an Einkommen, wenn ein Mitglied dazukommt? Und reichere Haushalte haben da Einsparmöglichkeiten. Ein Kind kriegt irgendwie ein Bett in einem Zimmer, das es schon gab. Eine kleine Wohnung muss man aufgeben und eine neue suchen. Bei ärmeren Haushalten gibt man generell viel mehr für Nahrungsmittel aus, wo solche Einspareffekte nicht auftreten. Jeder zusätzliche Esser braucht was. Und deswegen ist so der zusätzliche Einkommensbedarf für ärmere Haushalte einfach höher, deutlich höher als für eine Familie im mittleren oder oberen Einkommensbereich. Unsere Ergebnisse wirken sich auf verschiedene Familien verschieden aus. Generell steigt die Armutsquote etwas an gegenüber dem, was man bisher schon wusste. Bei Einkindfamilien ist das jetzt nicht stark. Da steigt die Armutsquote von 11% auf 13%. Die ist generell unterdurchschnittlich. Bei zwei Kindern wird es dann schon mehr, 14%. Bisher dachte man 12%. Und dramatisch sind die Effekte bei Alleinerziehenden. Da dachte man bisher schon, die Armutsquote liegt deutlich über 40%. Nach unseren Ergebnissen ist sie deutlich über 60%. Nun, so Einkommensverteilung sind komplex und Armut, da gibt es auch keine wissenschaftliche Definition für. Nicht alle Forscher, die da bisher unterwegs waren, haben im Grunde so dasselbe gemacht, was die anderen gemacht haben, um zu überprüfen, ob das so ist oder um die Ergebnisse zu aktualisieren. Und niemand hat wirklich mal in Frage gestellt, ob diese Rechenansätze überhaupt in Ordnung sind. Und genau das tun wir. Und damit kommen wir eben zu diesen neuen Ergebnissen.